Genau, hier treffen wir uns wieder zurück bei Fiestia Online. Ja. Dabei liegt immer noch dieses komische Ding. Und ja, wir sind hier mit meiner Figur. Und sind Level 4. Mal sehen, wie viele Quests sind denn neu verfügbar? 5 Stück. Dann gehen wir doch mal zu Lagerverwalterin. Ja. Dieser Part nehme ich ja in Folge auf. Und nicht wundern, dass ich euch noch nicht zurückgeantwortet habe. Welches Level bist du? 1! 11. Ja, hier, dich hier in Gruppe einladen. Das würde sich super anbieten, wenn er dabei sein würde. Oh, der will uns nicht. Du? Auch Level 1. Dann laden wir dich eben ein. Was erlauben sich diese? Wenn ich sie nur fangen könnte, würde ich sie foltern, bis sie sich nach dem Tode sehen. Rainer, warum seid ihr so aufgebracht? Stimmt etwas nicht? Ah, ich möchte nicht darüber sprechen. Ah, jetzt wo du hier bist, mein Klein, vielleicht kannst du diesen gelangweilten Ims Entdenkzettel von mir verpassen. Vor ein paar Tagen war die Hochzeit meiner Cousine Barbia. Wir haben uns lange auf diesen Tag vorbereitet, als der Moment kam, an dem sie sich aufmachte, zum Altar zu marschieren. Hörten wir sie nur noch schreien. Wir rannten sofort zu ihr. Nachdem wir uns vom Schock erholt hatten, wir sahen bloß zwei gelangweilte Imps davonlaufen, als wir sie in ihrem zerrissenen Hochzeitskleid am Boden liegen vorfanden. Sie erzählte uns, dass die Imps versucht haben, ihr das Kleid vom Leib zu reißen, um es selbst zu tragen. Das ist absurd. Das klingt total verrückt. Ich vermute, diese gelangweilten Imps hatten die perfide Idee, selbst Braut zu spielen. Das Brautpaar brachte die Zeremonie zu Ende. Jedoch kann ich diese maledeiten Imps nicht vergessen, die den Hochzeitstag beinahe von Endes ruinierten. Mel McLean, bitte mache dich auf und erteile ihnen eine Lektion von mir. Ich werde ihnen zeigen, wo der Hammer hängt. Keine Sorge. Und du bist Level X. Ja, okay. Dann laden wir den mal in die Gruppe ein. Der ist mir zu hoch. Den will ich nicht. Ich will schon einen, der kleiner ist als ich. Ja, ja. Jo. Princess Stern. Okay, Level 11. Hat sich auch gerade erledigt. Oh, da. Händlerin Pay hat einen Quest für uns. Hallo, Händlerin Pay. Um was geht's denn? Oh mein Gott. Wo liegt das Problem? Warum erschreckt ihr euch vor mir? Es tut mir leid, ich bin seit gestern sehr nervös. Ich war im Wald, um Pilze zu sammeln, als ich plötzlich von Feuerpilzen und einem Pelzkämpfer überfallen wurde. Ich habe alles fallen gelassen und bin gerannt, so schnell ich konnte. Ich habe auch noch immer Albträume. Wenn du 20 Feuerpilze und einen Pilzkämpfer jagen könntest, würde ich mich sehr viel sicherer fühlen. Ja, keine Sorge, ich krieg das. Ja. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg gleich, um die Viecher zu töten. Aber als erstes will ich noch was besorgen gehen. Wenn wir gerade in der Stadt sind. Da ist Lehrmeister Ruby. Genau dahin wollte ich. Hallo. Möchtest du eine neue Fähigkeit lernen? Wenn nicht, solltest du mir aus dem Weg gehen. Ich bin sehr beschäftigt. Ja, natürlich wollen wir eine neue Fähigkeit lernen. Und zwar für Krieger. Genau. Und wir nehmen am besten hier die leichte. Die reicht uns einmal. Danke. Erlernen. Ach Gott, was muss man jetzt wieder klicken? Ich vergesse das immer. Das nicht. Oh nee, das glaube ich auch nicht. Hilfe. Nee. Ja, das. Das war's. Was haben wir hier noch? Ja, hier. Beruf. Wir nehmen Tränke brauen und Rollen erstellen. Das ist nämlich ganz gut. Ja, jetzt haben wir einen Beruf. Und jetzt können wir hier 3 dann auf Gegner machen. Der liebe James. Oh ja, die können wir doch in Gruppe einladen.
Und wenn wir klein, warte! Quest beginnen. Schmied James, wie kann ich helfen? Warte, die ist in der Also, wirklich? Also, Gang-Mimpf steckt hinter der ganzen Sache? Das ist richtig. Anscheinend verehren die gelangweilten Imps Gang-Mimpf und hören praktisch auf alles, was ihnen sagt. Wenn wir klein, wir können diese Strolche nicht davonkommen lassen. Sorgt euch nicht. Ich mache das. Ich helfe dir jetzt ein bisschen. Ja. Sie ist Level 1 und wir wollen ihr mal ein bisschen helfen. Dieses wird eine schöne Hilfe. Oh ja, er hat ja noch ein Kist für uns. Den. Diese verdammten Monster gehen langsam wirklich zu weit. Niemand im Dorf meldet sich freiwillig, um sie zu vertreiben. Und leider bin ich auch viel zu beschäftigt, als dass ich selbst losziehen könnte. Hallo, mein Name ist Mamma Klein. Es scheint mir, als bedrückt euch etwas. Was ist denn los? Du siehst wie ein mutiger Abend heraus. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Kennst du schnelle Schleime? Die sind ziemlich schnell und schlau. Weißt du, sie haben Großvater Robin verletzt. Einen hilflosen alten Mann. Könntest du 5 von ihnen töten und wenn du schon einmal dabei bist, will sie auch noch 10 Imps und einen Heldenschleim. Unser Dorf wird dir auf ewig dankbar für deine Hilfe sein. Was meinst du? Kannst du diese Aufgabe schaffen? Natürlich. Ich helfe dir jetzt. Ja. Ich habe sie jetzt gefragt, ob sie Quests hat. Da unten haben wir noch einen. Komm, der kann auch in unsere Gruppe. Ja. Hi ja. Ja, das Tor ist schon Level 2, ne? Ja, der ist ein Bogenschütze. Na, ist gegangen. Okay. Toll, jetzt sind wir wieder draußen alleine, ne Leute? Das hat's doch voll gebracht. Gut, machen wir eben unsere Quests alleine. Immer muss man alles alleine machen. Schade.
was haben wir denn eigentlich alles für Quests? Herr Zach. Okay. Impf brauchen wir. Okay, was haben, brauchen wir noch? Feuerpilz und Impf. 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 Ja, immer diese Impf. Wir sind alle Level 3. Ja. Wir können es ja mal probieren. Wo seid ihr denn? Hallo? Zeig mal auf der Karte. Na, stimmt. Wir gehen ja nicht zur Sandbucht. Wir gehen zum Wald der Gezeiten. Wir Level 4. Ja, ja. Ja. Von 2 bis 8. Dann gehen wir mal in das Portal, sag ich mal. Ja, dann rein da. So, Leute, jetzt sind wir im Wald der Gezeiten. So. Hier ist die Musik auch schon viel schöner. Was ist davon? Heldenschleim. Okay, der ist halt nicht so ein hohes Level. Den kriegen wir. Hallo, bleib doch mal stehen. Und hier ist unser Angriff. Ha, ja, friss das. Ha. Wieso legst du dich auch mit uns an? So, den Heldenschleim. Oh, hier ist ein Pilz. Pilz ist immer gut, denke ich mal. Sammeln wir das mal ein. Oh, Leute, es wird Zeit, wieder tatsächlich Schluss zu machen. So. Komm mal, das bringt XP und XP brauchen wir. Okay, dann jetzt Impf. Da lang. Nein, das sind Pilze. Oh, hier sind Kräuter. Da ist jemand. Ja. Ja. Wenn du denkst, du kannst uns Schaden machen, dann kriegst du selber welchen. Ja. Hast du dir so gedacht? Brauchen wir schnelle Schleime? Ja, 5. Oh, die sind schon Level 3. Oh, die waren aber leicht. Nächster. Ja. Da brauchen wir jetzt auch noch einen. Ha, 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 yeah. So. Was haben wir jetzt noch für Quests? Impf. Ich weiß nicht, ob ich die alleine schaffe. Ich will es nicht riskieren, ne? Da vorne ist schon einer. Unser erster. Level 4. Wir sind Level 5. Lief doch ganz gut.
Ein von 10 davon ist der nächste. Ja, noch ein Schlag mehr. Oh, Leute, die Folge. Jetzt beenden wir es hier draußen bei den Impf. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich nehme gleich noch eine auf. Ciao!